Herzlich willkommen zu meinem Video, in welchem ich Ihnen eine ganze Menge über Corona-Daten im In- und Ausland, Auswirkungen von Lockdown und Maskenpflicht sowie den natürlichen Sterblichkeiten im Herbst oder Winter erzählen möchte. Mein Name ist Jens Eberhardt. Ich bin von Beruf Programmierer, analysiere Daten und berate für eine größere deutsche Versicherung Betriebe in Bezug auf ihre Haftpflichtrisiken. Ich bin von Natur aus kritisch, hinterfrage viel und aufgrund meines Berufes in der Lage, ein paar Zahlen zusammenzuaddieren und Risiko zu bewerten. Ich bin kein Mediziner. Auch wenn ich in den letzten Monaten mit so vielen Medizinern gesprochen habe wie noch nie in meinem Leben und ich mir daher sicherlich auch medizinisch meine Meinung bilden kann, ich bin kein medizinischer Fachmann und kann daher die Gefährlichkeit von Covid-19 nicht bewerten. Aber ich kann Daten analysieren und Statistiken lesen. Vorweg, wer keine Lust auf meine Vorrede hat oder sich nur bestimmte Teile des Videos anschauen möchte, findet sowohl im Tool selbst als auch in dem entsprechenden Videoportal, auf welchem Sie das Video schauen, ein Inhaltsverzeichnis mit Minutenangabe. In Deutschland ist 2020 statistisch keine Auffälligkeit zu bemerken. Das ist nichts Neues und weiß wohl inzwischen fast jeder. Doch uns wird immer wieder erzählt, dass dies nur den Maßnahmen zu verdanken ist. Sonst wäre es so schlimm wie im Ausland A oder B. Da dies ein Totschlagargument ist und immer angewandt werden kann und es immer ein Land geben wird, wo es schlimmer ist, müssen es schon einige Länder sein. So habe ich mir die Mühe gemacht und 13 Länder Europas sowie die USA untersucht. Das Ergebnis werden Sie in den kommenden Minuten anschauen können. Darüber hinaus bewerte ich daraus die Lockdowns, die Maskenpflicht sowie das, was im Herbst oder Winter eines jeden Jahres passiert. Und ich verspreche, für die meisten von euch wird vieles davon tatsächlich neu sein. Das Tool, welches ich gebaut habe, stelle ich zur freien Verfügung. Jeder kann selbst darin nach Herzenslust herumklicken, und wird noch viele Details entdecken, welche ich im Video nicht erläutere, um den Rahmen nicht zu sprengen. Des Weiteren gibt es ein zweites kleines Video, welches die Bedienung erklärt, denn es gibt so viele Statistiken, Grafiken und noch mehr Buttons zum Draufklicken. Die Datenbasis in den meisten dieser Länder reicht von 2015 bis zum Sommer 2020. Nach diesen Daten wissen wir, wie die erste Corona-Welle in diesen Ländern verlaufen ist. Schon aus eigener Neugier werde ich die Datenbasis, sobald sie mir vorliegt, bis Oktober, November einspielen und ebenfalls veröffentlichen. Alle Quellen der Daten sind im Tool unter dem Button Quellen verlinkt. Bevor wir beginnen, möchte ich noch zwei Dinge klarstellen. Punkt 1. Ich bin kein Corona-Leugner. Ich kenne niemanden, der die Existenz der Krankheit leugnet. Für mich ist das Wort Corona-Leugner eine Wortschöpfung aus irgendeiner Medienanstalt. Im Gegensatz zu den meisten Menschen kenne ich durchaus Fälle, zwar zu meinem großen Glück nicht persönlich, aber durch Berichte aus Familien- oder Bekanntenkreis sowie auch aus der Kommunikation mit Behörden oder Krankenhäusern. Ich weiß also, dass sie qualvoll sein kann. Interessant ist durchaus die Frage, wo das Virus wirklich herkommt. Darüber hört man nichts mehr. Das ist aber Spekulation und bleibt daher außen vor. Punkt 2. Über Sterbezahlen zu sprechen, kann kalt wirken. Ist es wahrscheinlich auch irgendwo. Zur Risikobewertung muss man aber zunächst ohne Emotionen der Einzelfälle die Daten zusammentragen und sie analysieren. Danach kann es selbstverständlich nicht schaden, wenn Politiker und sonstige Entscheider, aber auch wir Bürger selbst, Einzelfälle gesehen haben. Egal in welche Richtung diese Einzelfälle gehen. Schlimme Schicksale durch Corona, durch andere Krankheiten, durch die Maßnahmen oder aus sonstigen Gründen. Lassen Sie uns mit Deutschland starten. Hier werden die meisten wohl nicht viel Neues erfahren, aber ich erkläre kurz den Aufbau der Hauptgrafik, damit wir uns danach kurz und knackig die anderen Länder anschauen können. Die X-Achse unten zeigt die Kalenderwochen bis 31,
Das ist Ende Juli. Die Y-Achse, die Anzahl der insgesamt je Kalenderwoche Verstorbenen. Sie erkennen in der Grafik eine graue Linie. Das ist der Schnitt der Vorjahre. Die blaue Kurve ist der Verlauf des Jahres 2020 und die dunkelgelbe Kurve unten an der X-Achse stellt den Verlauf der Verstorbenen an bzw. mit Corona dar. Darüber hinaus sind diverse Zeitpunkte mit senkrechten Linien gekennzeichnet. Diese ignorieren wir zunächst, dazu komme ich später. Wir erkennen weiterhin auf der linken Seite neben Erläuterung die aus meiner Sicht drei wichtigsten Ergebnisse. Punkt 1. Die Über- oder Untersterblichkeit 2020 im Vergleich zu den Vorjahren. Punkt 2. Die normalen Schwankungen in den Vorjahren, also der Unterschied zwischen dem am besten und am schlechtesten verlaufenden Jahr, sowie zwischen dem Schnitt und dem schlechtesten Jahr. Und als drittes die Über- oder Untersterblichkeit im Vergleich zur heftigen Grippesaison in Deutschland 2017-2018. Diesen kann man einblenden und es erscheint eine rote Kurve. Wir sehen, 2017-2018 hatten wir in Deutschland eine deutliche Übersterblichkeit im März, welche uns aber weder zu Maßnahmen gedrängt oder das Gesundheitssystem hat kollabieren lassen. Wir erkennen, die Übersterblichkeit 2020 beträgt exakt 1%. Im Vergleich zu 2017, 2018 besteht eine Untersterblichkeit von knapp 4%. Und Schwankungen von 5 bis 8,5% über die Jahre sind in Deutschland vollkommen normal. Doch nun geht es ans Eingemachte, das Ausland, die große Unbekannte. Was wir jetzt zu sehen bekommen, muss uns im Ergebnis überzeugen, dass die größten Grundrechtseinschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg mit damit verbundenen massiven Schäden alternativlos waren. Andernfalls sollten wir der Regierung Fragen stellen dürfen. Schauen wir es uns an. Wir gehen alphabetisch vor und beginnen mit Belgien. Oh, in der Tat, wir sehen eine heftige Kurve. Doch schauen wir auf die Prozentzahl. 8,2% Übersterblichkeit. Die Kurve sah nach etwas mehr aus. Warum täuscht das so? Nun, die Basis, also alles, was unter der grauen Linie steckt, unter dem also, was in den letzten Jahren normal war, ist der mit Abstand größere Teil. Wir erschrecken vor der großen Kurve und lassen uns täuschen. Dennoch, 8% ist selbstverständlich eine schlimme Bilanz, ohne Frage. Vergleichen wir doch einmal mit der Grippewelle 2017-2018, welche ich fiktiv auf Belgien hochgerechnet habe. Ja, die blaue Kurve ist weiterhin deutlich höher, aber die Übersterblichkeit beträgt nun nur noch gut 2%, da die rote Kurve breiter verläuft. Okay. Aber auch hier hat Belgien sich sicher nur wegen seiner Maßnahmen, die ja noch viel drastischer ausgefallen sind als in Deutschland, vor der Katastrophe gerettet. Vergessen wir das für einen Moment. Auf die Lockdowns und die Maskenpflichten komme ich später zu sprechen. Zunächst im Schnelldurchgang alle weiteren Länder. Dänemark. Da ist gar nichts passiert. Mit roter Kurve? Puh. Sieht schon schlimmer aus. Schauen wir auf die Schwankungen. Auch in Dänemark sind Schwankungen wie solch eine Grippewelle, wie Sie es in der roten Kurve sehen, durchaus normal. 7,3 und 4,6%. Im Vergleich zum Unterschied zur deutschen Grippewelle mit dem Wert 6,2. Alles im natürlichen Bereich der Verläufe. Frankreich. Wir sehen einen ähnlichen Effekt wie Belgien, doch es sind keine 7%. Verglichen mit der Grippewelle 2017-2018 besteht so gut wie kein Unterschied. Frankreich hat seine Bevölkerung sogar eingesperrt bis weit über die Verträglichkeit hinaus. Großbritannien. Das erste Land, bei welchem ich sagen muss, ja, das ist heftig und entspricht nicht mehr der natürlichen Schwankung. Die rote Kurve relativiert etwas,
Aber es genügt nicht annähernd. In Großbritannien hatten sie tatsächlich ein echtes Problem. Italien. Hätte ich nach den Medienberichten ähnlich erwartet wie Großbritannien. Dem ist aber nicht so. Immer noch nicht rosig, selbstverständlich. Doch 5% zur deutschen Grippewelle klingt nicht mehr ganz so dramatisch. Dennoch, auch in Italien, beziehungsweise in der Region Lombardei, Restitalien verlief wohl durchschnittlich, war die Situation in der Tat dramatisch. Niederlande. Machen wir es kurz. Situation ähnlich wie in Frankreich. Norwegen. In 2020 ein Traum. Kurzer Exkurs, den ich mir nicht verkneifen kann. Erlauben Sie sich den Spaß und schauen einmal auf die Wikipedia-Seite Covid-19-Pandemie in Norwegen. Den Link können Sie den Quellen entnehmen. Dort steht unter anderem noch heute der Satz: Mitte März 2020 zählte Norwegen zu den am stärksten betroffenen Ländern in Europa. Können Sie irgendetwas von einem Problem erkennen? Also ich suche noch. Verlassen wir dieses wunderschöne, gesunde Land und widmen uns Österreich. Wir schauen nur kurz, staunen über die Höhe der Alpen, über wenige hohe Kurven, erfreuen uns der gesunden Bevölkerung und gehen weiter nach Portugal. Da war die Hitzewelle rechts größer als die Corona-Kurve, weshalb ich mir erlaubt habe, sie alternativ herauszurechnen. Danach ist auch Portugal 2020 besser herausgekommen als im Schnitt der Vorjahre. Urlaub in Portugal war zu jeder Jahreszeit kein besonderes Risiko. Aber doch nur wegen der Maßnahmen. Stimmt, die Maßnahmen habe ich vergessen. Doch dazu später mehr. Ein wenig Geduld bitte noch. Spanien. Das ist kein schöner Anblick. Ähnlich wie Großbritannien, auch wenn die Datenbasis hier dünn ist, da ich zum Vergleich nur das Jahr 2019 zur Verfügung hatte. Doch selbst wenn 2019 ein besonders gutes Jahr gewesen sein sollte und die Spanne dadurch noch etwas höher, in Spanien sieht es nicht gut aus, da rettet auch die rote Kurve nicht. Schweden, das Land ohne Lockdown, das Land, welches an seine Menschen glaubt, an deren Vernunft, an deren Denkfähigkeit und sozialer Kompetenz. Das muss doch schief gehen. Nun, die Kurve ist ähnlich respekteinflößend, aber das Ganze ohne Maßnahmen. Blenden wir die rote Kurve ein. Nur noch 2% drüber. Da bröckelt das Verständnis schon ein wenig. Schweden wird zu beobachten sein. Ich bin sehr gespannt auf den Verlauf des Herbstes. Schweiz. Ein kleines, kurzes Hügelchen, insgesamt aber im Vergleich zu den Vorjahren und locker im Bereich der natürlichen Schwankung. Wohlgemerkt, die graue Kurve ist stets recht glatt, da sie den Schnitt aus 5 Jahren darstellt, mit Ausnahme von Spanien. Wenn man sich die einzelnen Jahre anschauen würde, gäbe es auch dort reihenweise solcher Hügelchen. Mit den Alpenriesen der wunderschönen Schweizer Landschaft haben die aber nichts zu tun. USA. Das einzige Land ohne die Form eines Spitzberges. Grund ist die Größe des Landes. Die Ausbrüche waren zu unterschiedlichen Zeiten in den Bundesstaaten. Der große Peak zu Beginn wird hauptsächlich durch New York befüllt. Ja, in den USA hatten und haben wir ein Problem. Im Vergleich zur Grippesaison relativiert sich das etwas. Die USA ist insgesamt schwer zu beurteilen, da die Einzelstaaten sehr unterschiedlich vorgegangen sind, teils mit, teils ohne Lockdowns agiert haben. Die USA müsste man daher einzelstaatlich untersuchen. Vielleicht tue ich das noch einmal. Insgesamt. Wenn wir alle Länder zusammenrechnen, kommen wir nicht auf den absoluten Horror. Rein optisch sieht die blaue Kurve nicht viel schlimmer aus als die rote. Verglichen mit der Grippewelle 2017-2018 landen wir bei einer Übersterblichkeit von 4,6%. Interessant ist aber, dass die Übersterblichkeit ohne Verstorbene an oder mit Corona bei 1,55% liegt.
Und in der Realität wird sie eher noch höher sein, da ja bei dieser unfassbaren Zählweise von Corona-Toten sicherlich der eine oder andere zu finden ist, der nicht ursächlich an Corona gestorben ist. Gut, das ist eine Annahme. Aber selbst ohne diese landen wir dann bei maximal 3% Übersterblichkeit, verglichen mit der Grippewelle. Verglichen mit dem sonstigen Schnitt sind es natürlich immerhin noch 9% und keine erfreuliche Geschichte. Schlimm? Richtig. Aber jetzt denken wir einmal an Folgendes. Wir hatten 2017, 2018 eine Impfung. Und trotz dieser Grippeschutzimpfung war die Sterblichkeit nur 3% unter der Corona-Welle 2020, inklusive der Länder USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich und Belgien mit ihren heftigen Kurven im Frühjahr, wie wir gerade gesehen haben. Erinnern wir uns. Corona ist so schlimm, dass schon Ende März, wo man noch gar keine Ahnung hatte, die Impfung von der Bundeskanzlerin Angela Merkel als einzige Rettung verkündet wurde und es nur darum geht, die Zeit bis dahin so gut wie möglich durchzustehen. Wenn wir dies im Hinterkopf behalten und an die Wirksamkeit der Grippeschutzimpfung glauben, was Regierungen nach ihrer eigenen Denke zwingend tun müssen, wäre die Grippewelle 2017, 2018 um ein deutliches schlimmer verlaufen als Corona 2020 ohne Impfung. Aber die Maßnahmen. Ohne die wäre doch die Apokalypse da. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Maßnahmen. Wir schauen uns zunächst noch einmal die Grippekurve von 2018 an. Und wir merken uns nun, wie die so aussieht, rein optisch. Sie geht steil hoch zu einer Spitze und einen Tick flacher wieder hinunter. Und nun im Schnelldurchlauf die Corona- bzw. Übersterblichkeitenkurve der Länder, in denen es eine Übersterblichkeit und einen kompletten Lockdown gab. Das wären Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande und Spanien. Verblüffende Ähnlichkeit, oder? Dabei gab es 2017, 2018 keine Maßnahmen. Und dennoch sind die Kurven in ihrer Form fast identisch. Dann schauen wir einmal auf die grünen Linien, die ich eingezeichnet habe. Die erste, die linke, hellgrüne, zeigt in jedem Land exakt den Zeitpunkt des Lockdowns. Die zweite, den Zeitpunkt, ab wann sich das im Schnitt auf die Sterbezahlen auswirken müsste. Nämlich circa 3,5 Wochen später. Als Quelle dient uns die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der Link ist im Tool unter den Quellen zu finden. Im Übrigen ist dies nicht strittig, denn genau dieses Argument wird ja heute stets benutzt, wenn die infizierten Zahlen hochgehen, die Sterbezahlen aber nicht oder noch nicht. Und das ist auch richtig so, denn logischerweise stirbt niemand heute, weil er sich gestern angesteckt hat. Stellen wir uns nun vor, wir veranlassen einen kompletten Lockdown. Der Grund? Die Sterbezahlen gehen rapide nach oben. Ohne Lockdown müssten sie schier ins Unendliche führen, denn wir erinnern uns an Drostens Vorhersage. 1 Million Tote in Deutschland. Später war dann von mehreren Hunderttausenden die Rede. Und im Mai 2020 kam die Aussage, man hätte 100.000 Menschen das Leben gerettet. Auch bei 100.000, nur 100.000, wie es dann zum Schluss war, hätte die Kurve noch eine ganze Weile nach oben gehen müssen. Von heute auf morgen ist also bei einem Lockdown das Leben im Stillstand. Es gibt keine Kontakte mehr. Die Kurve müsste weiter steil nach oben gehen bis zum Zeitpunkt, an dem sich der Lockdown auswirkt. Ab diesem Zeitpunkt, und zwar ziemlich exakt, da wir von heute auf morgen so gut wie keine Neuansteckung mehr haben, müsste die Kurve also drastisch nach unten fallen und erst dann langsam auslaufen. Ist dem so? In Deutschland sehen wir,
Die Übersterblichkeit ging schon fast 2 Wochen vorher zurück. Die Corona-Kurve, welche bekanntlich aufgrund der intransparenten Zählweise mit Vorsicht zu genießen ist, ist knapper, dafür aber von steilem Fallen keine Spur. Die anderen Länder im Schnelldurchlauf: Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien und die Schweiz. Allenfalls bei der Grafik von Großbritannien könnte man einen sichtbaren Effekt erkennen. Doch bei 11:1 Ländern mit teilweise heftigsten Lockdowns wird das wohl eher ein Zufall sein oder eine Besonderheit. Haben ausgerechnet die Briten irgendetwas richtig gemacht bei so einem Verlauf der Sterbekurven? Das darf eher bezweifelt werden bzw. müsste genauer untersucht werden. Fazit: Bis auf Großbritannien ist statistisch in keinem Fall irgendeine Auswirkung der Lockdowns zu erkennen. Aber halt, da gibt es ja noch das Gegenargument. Ja, aber man hatte ja vorher schon vereinzelte Maßnahmen wie zum Beispiel Reduzierung und später komplettes Verbot von Großveranstaltungen. Die Menschen wurden vorsichtiger und steckten sich weniger an. Nun, das Argument halte ich sogar für glaubhaft. Nur, wenn das allein schon genügt, die Sterbekurve ein paar Wochen später, aber weit vor der Auswirkung der Lockdowns wieder nach unten zu bewegen, warum dann überhaupt ein Lockdown? Alle Kurven befanden sich da bereits im freien Fall. Und alle Kurven sehen aus wie die rote Grippekurve. Kommen wir zur Maskenpflicht. Was kann uns das Tool zur Maske erzählen? Nun, weder das Tool noch ich können die Maske medizinisch bewerten. Aber wir können ja auch hier nach Auswirkungen in den Daten forschen. Die Pflicht wurde eingeführt Ende April, als schon alles vorbei war. Die eventuellen Auswirkungen waren logischerweise dann nochmal später 3,5 Wochen. Zynisch formuliert hätte man somit die Menschen auch auffordern können, zu ihrem Schutz auf Händen zu laufen. Zugegeben, das Argument ist schwach, denn es kommt zum Patt mit dem Gegenargument: Nur weil wir brav die Masken getragen haben, ist bei uns nicht mehr passiert. Wir erinnern uns, seit Mitte April wurde uns fast täglich die zweite Welle prophezeit. In den Medien wurde sogar oft erzählt, dass sie in anderen Ländern schon da war. Der Grund, wenn man dann nachgeforscht hat und hineingeschaut hat, war jedes Mal derselbe: Es gab keine zweite Welle. Es gab nur einen massiven Anstieg an Testungen und daraus resultierend dann angebliche Anstiege von Infizierten. Es gibt aber, und heute können wir das belegen, weil wir in der Rückschau schauen, kein einziges Land mit auch nur einem Ansatz einer zweiten Welle. Nichts. Ob mit oder ohne Maskenpflicht. Warum dann eine Maske? Aber jetzt ist sie doch da, die zweite Welle. Im Ernst? In jedem Land, egal ob mit Lockdown, ob ohne, ob mit Maske, ob ohne, sie ist da. Ja, warum wohl? Herbst? Infektionszeit? Wir können noch viel mehr aus den Daten lesen. Punkt 1: Die Maske ist laut Regierung nicht diskutabel. Man wird fast verprügelt, wenn man die Maske im Supermarkt erst 2 Meter hinter dem Eingang aufsetzt. Das war nicht nur polemisch dahergesagt, das ist mir tatsächlich passiert. Wenn diese 2 Meter so gefährlich sind, dann müssten doch größere Vergehen zur Apokalypse führen. Die gab es, herrje, Großdemonstrationen, Black Matter und Anti-Corona mit, nach offiziellen Angaben, vielen Zehntausenden Menschen. Ohne Abstände, ohne Masken. Schauen wir auf die Corona-Kurve von Deutschland? Nichts. Punkt 2 ist aber noch viel besser: Die Maske schützt uns. Das wissen wir.
Und das ist nicht zu diskutieren. Und wir dürfen es auch nie hinterfragen, wie uns Herr Wieler und kürzlich auch Herr Lanz eindrucksvoll erzählen. Aber schauen Sie einmal auf diese Grafik. Dies sind die Daten aus dem Sentinel des RKI. Das Sentinel ist eine seit vielen Jahren existierende Einrichtung, welche Laborproben von ca. 100 Arztpraxen und Krankenhäusern in Deutschland zugeschickt bekommt. Wohlgemerkt Laborproben von echten Kranken, nicht von irgendwelchen positiv Getesteten, die zu Hause hocken und nicht wissen wieso. In diesem Jahr, im Zeitraum der Kalenderwochen 24 bis 36, das ist Juni bis August, vollständig also mit Maskenpflicht, hatten wir die mit Abstand heftigste Welle von positiven Rhinovirenproben der letzten 6 Jahre. Da frage ich mich nun, wie kann das sein? Ausgerechnet in diesem Jahr, in welchem wir seit Monaten durchgehend mit Maske herumrennen. Die Maske, die Waffe gegen die Verbreitung des Coronavirus. Gegen die Verbreitung von Rhinoviren hilft sie aber anscheinend nicht. Als letztes noch ein Blick aus der Vergangenheit in die nahe Zukunft. Herbst und Winter 2020. Was erwartet uns? Uns werden aktuell Anfang November täglich Infizierten und inzwischen auch wieder Todeszahlen um die Ohren geworfen. Daran sind wir schon gewöhnt. Doch da sie jetzt im Herbst, oh Wunder, wieder steigen, wird die Panikmache noch weiter hochgefahren. Wir haben im Video bislang nachgewiesen, dass Lockdown und Maskenpflicht statistisch nichts gebracht haben. Aber vielleicht hat die Politik dieses Mal doch recht. Nur, was sagen uns diese Zahlen? Was ist normal? Was ist bedenklich? Was sagen uns mit erhobenen Finger und erschrocken aufgerissenen Augen in Tagesschau und Co. präsentierte Zahlen wie zum Beispiel 5, 24, 356 oder 20.000? Bei aller Würdigung der Einzelschicksale, welche ich niemals herunterspielen möchte. Doch hier geht es um die Bewertung der Maßnahmen und der Einschätzung der Risiken eines jeden Einzelnen. Der Mensch neigt dazu, bei absoluten Zahlen, vor allem mit Bezug auf Sterbefälle, Risiken falsch einzuschätzen. Aber nun haben Sie ja alle dieses Tool, welches Ihnen dabei helfen kann, die Zahlen besser zu bewerten. Sie sehen hier eine graue Kurve. Das sind die wöchentlichen Sterbefälle über das ganze Jahr als Schnitt der Jahre 16, 17 und 19 in Deutschland. 2018 habe ich wegen seiner Besonderheit herausgelassen. Kann man sich aber ebenfalls im Tool einblenden, wenn man möchte, wie die Corona-Kurve oder das Jahr 2020, was hier aber keine Rolle spielen soll. Erwartungsgemäß liegt die Kurve im Winter zunächst etwas höher, sinkt dann bis zum Sommer mit ein paar Wellen, hat meist im Juli oder August ihr Minimum, sofern es keine Hitzewellen gibt, und steigt ab Herbst wieder leicht an. Soweit, so erwartbar, diese Kurve, im Grunde genommen eine Gerade mit einer leichten Senkung, hat sicherlich niemanden überrascht oder gar umgehauen. Doch jetzt begeben wir uns einmal statistisch gesehen auf das Niveau von RKI, AAD und Co. und präsentieren genau das Gleiche als absolute Zahlen. Und siehe da, auch wir können schreckgeweitete Gesichter erzeugen, allein aus dem, was im Herbst und Winter völlig normal ist und bislang niemanden interessiert hat. Wenn wir nämlich einfach zeigen, wie viele Menschen täglich oder monatlich mehr sterben im Vergleich zum Jahresminimum, dann haben wir Vergleichswerte. Und was sehen wir? Zuerst die Werte Schnitt 16, 17, 19, also die normal verlaufende Vergangenheit. Der August stellt hier das Minimum dar. Es sterben im September 783 Menschen mehr. Im Oktober sind es schon 4.395 und im November fast 7.000. Und das geht so weiter bis zum Höhepunkt im Februar mit fast 17.000 Menschen, die in diesem Monat mehr versterben als im Jahresminimum. Darunter sehen wir dasselbe in Tagen. 604 Menschen täglich im Februar. 604 Menschen jeden Tag. Wie ordne ich nun die Meldung ein, die ich vor ein paar Tagen Ende Oktober im Radio gehört habe? Die täglichen Todeszahlen steigen rapide an. Sie haben sich im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt auf 24. Ist das bedenklich? Ist das aussagekräftig? Muss uns das in einen Lockdown zwingen? Schauen wir uns noch 2018 an, das Jahr der Grippewelle, welches uns zu keinen Maßnahmen gezwungen hat. Im Frühjahr,
ist alles fünfstellig bei den Monatszahlen. Und schauen Sie sich die Spitze an. Es sind unfassbare 34.370 Menschen im Februar, März mehr als im Jahresminimum. Am Tag im Schnitt 1.228 Menschen. Hätten Sie das eben beim Betrachten der grauen und roten Kurve gedacht? Schauen Sie noch einmal drauf. Sie können an diesem Beispiel hervorragend erkennen, wie manipulativ absolute Zahlen sein können. Ein Gesundheitssystem darf bei solchen natürlichen Schwankungen nicht aus den Fugen geraten. Wenn es das tut, dann stimmt mit dem System irgendetwas nicht. Dann kann man dem Virus aber nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Natürlich ist die Darstellung allein nicht aussagekräftig. Wie gesagt, ich bin nicht das RKI, ich gebe statistische Mängel zu und lege sie offen. Aussagekräftig würde sie erst, wenn wir wüssten, an was genau diese Menschen gestorben sind. Und zwar tatsächlich, anhand der Einschätzung eines Arztes, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Zwar kann der auch mal schief liegen, aber nicht in Serie wie bei einem PCR-Test, der nur positiv zu sein braucht und man kennt die Todesursache, Corona. Wenn ich feststelle, dass im Jahr 2019 500 Menschen je Tag mehr gestorben sind als zum Minimum und im Jahr 2020 sind es ebenfalls 500 an ähnlichen Ursachen, zusätzlich aber nochmals 300 nachweislich an Corona, dann ist das eine Aussage, über die man nachdenken kann. Das Traurige ist nur, solche Zahlen werden wir vielleicht nie erfahren. Niemand von uns weiß, wie die Zukunft aussieht. Niemand weiß, wie der Winter verlaufen wird. Da aber seit 8 Monaten nur von der Krankheit gesprochen, nicht aber von Maßnahmen für die Gesundheit, wie zum Beispiel Ideen zur Verbesserung der Pflege, bessere Ernährung, Programme für mehr Bewegung und so weiter, also Dinge, die das Immunsystem der Menschen stärken. Die Immunsysteme der Menschen, insbesondere jener, die sich zu Hause oder hinter ihren Masken verstecken, jetzt sogar im Freien, einfacher kann man Infektionszahlen nicht nach oben treiben, die sind am Boden. Und deshalb ist es mir ehrlich gesagt vor dem Herbst und Winter etwas Angst, da ich nicht weiß, ob wir im oder nach dem Winter noch erkennen können, woran es wirklich gelegen hat, wenn es tatsächlich schlimm werden sollte. Dann können wir nur glauben und vertrauen. Nur frage ich Sie nach allem, was wir in diesem Video bislang gesehen haben. Können wir Politikern, Behörden und Medien, die uns bisher, und das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, nicht die ganze Wahrheit präsentiert haben, noch vertrauen? Können wir das? Offene Fragen. Im Tool habe ich eine Reihe von Fragen gestellt. Fragen, welche eigentlich die Mainstream-Presse dem RKI oder der Politik stellen müsste. Fragen, welche ich selbst bereits an RKI und Behörden gesendet habe, aber ohne Erfolg, ohne Antwort. Sie können alles dort nachlesen. Die wichtigsten Fragen sind folgende. Warum ist der PCR-Test mit all seinen bekannten Mängeln noch immer der alles entscheidende Faktor? Warum entscheidet nicht der Fachmann, der Arzt, der Pathologe oder ähnliche? Wann wird endlich unterschieden zwischen positiv Getesteten, Infizierten und Kranken? Warum zählen wir die Todesopfer nicht differenzierter? Zum Beispiel nach an, vermutlich nicht an und nicht an bei positiv getesteten Verstorbenen. Welche gesundheitlichen, wirtschaftlichen und psychischen Kollateralschäden gab und wird es geben? Wann wird hier endlich eine Analyse erstellt? Warum gibt es sie nicht längst? Denn nur mit diesen Erkenntnissen könnte man jetzt eine Risikoabwägung vornehmen für den zweiten Lockdown. Und schließlich, warum gab und gibt es keinen wissenschaftlichen Austausch? Warum keinen Taskforce? Warum werden Kritiker der Maßnahmen verunglimpft als Corona-Leugner, Rechtsradikale, Aluhüte oder was auch immer, statt sie mit Argumenten zu bestreiten? Mein Fazit? Im Tool können Sie dazu, wenn Sie mögen, eine umfangreiche Zusammenfassung lesen. Die wichtigsten Punkte sind folgende. Ja, Corona ist auch nach diesen Statistiken eine ernstzunehmende Krankheit. Die legitime Frage aber bleibt, ist die Krankheit so gefährlich, dass sie einen weltweiten Shutdown und massiv schädigende Maßnahmen über viele Monate rechtfertigt? Rechtfertigt sie die Aussetzung vieler Grundrechte und Übergehung der Parlamente? Rechtfertigt sie die Schaffung neuer Gesetze, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass sie nach Corona nicht mehr zurückgenommen werden? Rechtfertigt sie die massiven Angstschürungen durch Regierung und die Spaltung von Gesellschaften, Ächtung von Andersdenkenden
und sehr bedenklichen Abwendung von der Demokratie? Bis auf einzelne wenige Länder oder Regionen. In der Auswahl der Länder, welche ich untersucht habe, wären das Großbritannien, Spanien sowie Regionen der USA und Italien, gab es nirgendwo Probleme, welche Gesundheitssysteme ins Wanken bringen sollten. Aber selbst wenn wir diese vier Problemzonen mit einbeziehen, liegt die Übersterblichkeit bei nur 3% über der Grippewelle 17-18 in Deutschland. Und das, obwohl es damals eine Impfung gab, die Welle ohne Impfung noch viel höher gewesen wäre. Die Übersterblichkeit aus anderen Gründen, wenn wir annehmen, dass die Zählung der Corona-Toten absolut exakt ist, liegt schon jetzt bei 1,55%. Es ist davon auszugehen, dass bei Lockdowns im Herbst-Winter dieser Anteil massiv steigen wird. Dazu muss ich kein Gesundheitsexperte sein, um das vorherzusagen. Wenn man bedenkt, dass die USA ein Gesundheits- und Sozialsystem hat, welches die ärmere Schicht vollkommen im Stich lässt, kann die USA sicherlich nicht als Hauptargument für ein gefährliches Virus weltweit darstellen. Wenn man an Italien und Spanien denkt, beides Länder, welches von der EU in den letzten 10 Jahren an den Spartopf gehängt wurden, deren Gesundheitssysteme nur auf ein Minimum heruntergefahren wurden, sie können ebenfalls kein Argument für ein gefährliches Virus in anderen Ländern sein. Denn warum soll das Virus so unterschiedlich wüten, wo es doch auf der ganzen Welt präsent ist, und zumindest in Europa auch ähnlich verteilt sein wird. Bliebe noch Großbritannien. Das lasse ich offen, die Hintergründe kenne ich nicht und ich verbreite keine Gerüchte. Ich kann aus den Sterbedaten aller Länder keine statistischen Effekte erkennen, welche Lockdowns oder Maskenpflichten rechtfertigen. An keiner Stelle. Maßnahmen, welche zu solch unfassbaren Schäden in vielen Bereichen führen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich und psychisch. Immerhin können Sie mit Hilfe dieser Daten nun die Aussagen zu den aktuellen Zahlen besser einschätzen. Nach all diesen Erkenntnissen frage ich mich, auf welcher Grundlage wurde der zweite Lockdown beschlossen? Alles erinnert an März 2020. Nur sind dieses Mal keine schrecklichen Bilder aus Bergamo notwendig. Ist es diesmal anders? Gibt es tatsächlich eine zweite Corona-Welle? Diesmal eine, die unser Gesundheitssystem tatsächlich zum Kippen bringen könnte? Vielleicht ist es so. Doch es fällt schwer, das zu glauben. Da das Vertrauen in RKI, Politik und Medien komplett verspielt ist und aus den intransparenten Daten jeder das herauslesen kann, was er für richtig hält, werden wir, egal wie die weiteren Monate verlaufen, vermutlich nicht erfahren, ob es nun tatsächlich ein Corona-Problem gibt oder nicht. Wir Kritiker könnten bald keine Argumente mehr haben. Aber nicht, weil sie ausgehen, sondern weil wir dieses Mal es nicht nachweisen können. Die Macht der Daten liegt in den Händen derer, die uns in den vergangenen Monaten an der Nase herumgeführt haben. Dies ist für mich die traurigste Erkenntnis. Ich werde dennoch das Tool neu befüllen mit Daten bis Oktober, November, sobald sie zur Verfügung stehen, und diese erneut veröffentlichen. Mit welchen Erkenntnissen auch immer. Zum Abschluss noch eins. Maskenpflicht im Freien ist für mich der absolute Tiefpunkt. Selbst Kassandra Lauterbach hatte ja einmal gesagt, dass sich im Vorbeigehen oder kurzen Zusammenstehen niemand ansteckt. Daher, liebe Leute, geht raus, bewegt euch, atmet tief ein, genießt die frische Luft, erfreut euch an der Natur, dem Wind, dem Regen und dem Lachen von maskenlosen Kindern, lächelt Menschen mit Maske freundlich an und atmet nochmals ein. Und den Lappen, den lasst besser zu Hause verschimmeln.